Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist in Lemberg eingetroffen, um sich auf das letzte EM-Vorrundenspiel gegen Dänemark vorzubereiten. Nach 2 Siegen will die Mannschaft von Trainer Löw morgen den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Aus der Draufsicht macht die Arena in Lemberg einen exzellenten Eindruck. Bei näherer Betrachtung weniger. Die eine oder andere strapazierte Stelle, Füße weg vom Rasen, die Arena in Lemberg für das Abschlusstraining gesperrt. Und wie passend zur Abschlusspressekonferenz erschien der Bundestrainer mit dem ebenfalls gesperrten Jerome Boateng. Aufgabe in der Nebenrolle? Ja, leider kann ich nur zugucken, aber natürlich werde ich die Jungs motivieren vorm Spiel, alles Gute wünschen und jeder Spieler, denke ich, weiß, worum es geht. Boateng gesperrt, Stadion gesperrt. Die Nationalmannschaft musste ausweichen, Fahrt durch Lemberg in ein Ersatzstadion zum Abschlusstraining. Morgen gegen die Dänen, die sich noch eine kleine Chance auf das Viertelfinale ausrechnen. Also Vorsicht. Nach unseren Analysen haben wir auch gesehen, dass Dänemark eine kompakte Mannschaft ist, die sehr, sehr gut verteidigt, sehr gut kontert. Von daher wissen wir eben auch um die Gefährlichkeit und dürfen Dänemark auf keinen Fall unterschätzen. Für den, wie angesprochen, gesperrten Boateng dürften in der Abwehr Benedikt Hövedis oder aber Lars Bender zum Einsatz kommen. Mario Gomez hat durch seine 3 Turniertore offen hörbar alle Zweifel beseitigt. Ich gehe mal davon aus, dass er morgen auch von Beginn weg wieder spielen wird. Heißt, Miroslav Klose bleibt weiterhin die Reservistenrolle, ist aber topfit. Diesen kleinen Fußfehler hat Klose unverletzt überstanden.